Leute, willkommen zurück bei Red Fox für unser Let's Play Perverse Please. Ja, neue Folge und weiter geht's. Unsicher Zukunft für Grenzübergang Christine. Ja, haha. Aber da muss ich auch aufpassen jetzt. Hein? Sie haben auch gesehen, die letzte Folge. Da kommt immer der Controller, Inspektor und ja, haha. Inspektor, das Ministerium für Grenzschutz führt zurzeit Gespräch über die Schließung dieser Grenzübergang. Bis eine Entscheidung feststeht, haben Sie Dienst nach Fortschritt. Bitterwende. Ja, so wie immer, oder? Morgen früh werden Sie sich eine Eingehbefragung unterziehen. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Astokanische Pass von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfizieren. Okay, gesuchte Kriminell. Kriminell, ja. Okay. Gut, dann das heißt, dass ich werde noch befragen. So, jetzt fangen wir an mit unseren neuen Tagen. Papier bitte. Was ist Ihr Zweck? Ich will Arbeit. Dauert das Aufenthalt? Ich bleibe nur ein paar Wochen. Er will Arbeit, aber er bleibt nur ein paar Wochen. Ich weiß auch nicht, wo kriegt er Arbeit. Hein? Okay, aber erstmal Igor Fedotov, Architektur. Okay, klingt gut für Arbeit. Da kann der auch Geld verdienen. Ne? Aber was ist das für ein Pass? Ich glaube, das ist eine rote Pass. Das ist diese rote Pass. Obristan, ja. Impfe, Polio, 6.9.82. Okay, das ist auch gültig. Igor Fedotov. Erstmal, ich muss auch gucken, ob das ist auch gültig mit dem Reisepass. Ja. 5.10.1984. Männlich, okay. Kriminal, ich glaube nicht, dass er ist Kriminal. Aber da könnte man checken, oder? Da könnte man einen Kontroll machen. Nein, stimmt nicht. Okay. Gut, das ist auch schon gültig. Aber. Wo bleibt noch das andere Pass? Ah ja, die haben noch alles, das ist alles wieder neu gemacht. Okay, das ist gültig. Okay. Das ist mal alles gut. Er kann anreisen. Genehmig, bitteschön. Bitteschön, alles in Ordnung. Bitte, und machen Sie mir ja keine Ärger. Nein. Wenn ist alles in Ordnung, dann kommt auch keine Ärger. So, okay, die Frau. Frau könnte man auch wieder gerade kontrolliert. Nein, okay. Ich habe auch nicht aufgepasst. Polio. Oh, der Polio ist abgelaufen. Oh je, oh je. Da ist auch wieder eine Redewendung zu Polio. Impfe Übereinstimmung. Ja gut, aber die Datum ist nicht gültig. Da muss man wieder die ganze Zettel rausholen. Visum diplomatisch als Impfe. Okay. Übereinstimmung. Ja, okay, gut, aber die Datum ist abgelaufen. Oder? Man könnte nicht so, dass keine Übereinstimmung. Impf all 3 Jahre lang. Ah, okay. Dann ist trotzdem gültig. 3 Jahre lang. Ja, okay, gut. Dann habe ich eine Verdacht gehabt, wo das war auch nicht so richtig. Okay. Impfbescheinigung passt auch. Dombrowski, ja, okay, gut. Aha. Kolechin, okay. Okay. Alles okay. Bumm. Sie darf anreisen. Hoppla, ich gebe die Pass zurück und weiter geht's. Ja, jetzt muss ich auch... Fortschrift missachtet. Diplomatische Akkreditierung... ungültig. Name. Ah, ja, ich muss auch immer noch acht auf alles. Hein? So, Polio, okay. Daniela, okay. Matzeke, weiblich.
Okay, aber erstmal schauen wir. Nein, das passt doch. Aber wo ist die Reste? Okay. Obristan, okay. Da muss man noch schauen. Okay, Moment mal. Ja, weil Sie sehen auch, das ist auch kompliziert trotzdem mit dem Spiel. Da muss man alles achten. Und man denkt, ja, ist alles gut, aber nein. Erstmal Ablaufzeit, okay, gültig. Daniela Mazzecke, okay. 4.1.1900, ja, okay. Aber trotzdem, da will ich erstmal gucken auf die Größe. Aha, das stimmt nicht. Das ist, vielleicht liegt das an meinem Schuh. Aha, Fingerabdrück. Aha, das war gut, dass ich auch noch gefragt über, so geschaut über die Größe, Übereinstimmung. Okay, dann alles gut. Trotzdem, wo ich habe das kontrolliert, das ist auch alles gut. Genehmigt. Okay. Fingerabdrück, nein. Das hier. Zurück, ja. Okay. Ja, Sie sehen auch, dass manchmal. Okay. Kein Problem. Sie dürfte auch. Was ist Ihr Zweck, Ihre Reise? Durch das Land reise. Dauert das Aufenthalt? Ich bleibe nur 2 Tage. Okay, 2 Tage. So, Polio ist gut. Trasse. Sirma, weiblich. Okay, sie ist auch nicht gesucht. T, okay. Es ist auch gut. So, Gewicht 50 Kilo. Ja, aber man könnte auch wieder versuchen mit die Größe. Übereinstimmung. Okay. Gut. Das ist auch wieder gültig. Okay. Aber Kollegchen. Kollegchen. Okay. Da muss man noch schauen. Kollegchen. Okay. Vedor. Okay. Das passt. Dauert 2 Tage. Okay. Alles gut. Dann machen wir auch keine Fehler wieder. Bitte schön. Und weiter geht's. Ja, jetzt, ich muss auf, dass wir machen auch Geld. Weil ich bin. Oh, der kommt wieder, unser Kollege. Jung, Jung, ich habe das ganz große Ding gedreht. Riesig kann ich die. Ah, okay, egal, wollte ich mich. Deswegen habe ich mich jetzt. Ruh. Haha, was ist das? Ah, der bezahlt mich jetzt. Warum habe ich jetzt Geld bekommen? Egal. Er lasst mich Geld, okay, gut. Ich kann auch das nicht ablehnen. Okay, gut. Wir haben 40 Dollar bekommen. Okay, Aber jetzt, ja, wir haben wieder eine Sache. Hoppla. Da muss man wieder die Pass. Okay. Erstmal muss ich schauen, ob das alles noch. Okay. Joachim Karlström. Okay. Gut. Dann darf der anreisen, sowieso. Es ist alles korrekt. Und bitteschön. Was ist der. Wo ist der Pass? Ja, er wird konfisziert. Was soll ich tun? Ja, rufen Sie die Nummer. Die Nummer. So. Jetzt keine Problem. Aber jetzt fühlt ich, das kommt ein Problem, Ihre. Keine Übereinstimmung, okay. Keine Übereinstimmung, okay. Okay, gut. Aber ich denke mal, das kommt ein Problem mit dieser Person. So, Obristan, sowieso. Labor, okay. Bis ends, okay. So, Impfe, Polio, okay, ist gut. Anreise, Skal, okay. Männlich, okay. 3, oh, okay. Nein, kein Problem. Alles gut. So, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Und, bitteschön. Ja.
Ja, es war alles gültig. Das gibt keinen Grund, ihm zu verhaften. So, aber jetzt, hallo, ich will Arbeit. Ich brauche Geld. Wer braucht heutzutage kein Geld? Okay. Was hier, ich möchte Freunde besuchen. Dauert das Aufenthalt? Ich bleib einige Woche. Okay. Oh, 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 oh. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, super. Ah, ja, ja, ja. Ah. Schnell, schnell, schnell. So, jetzt. Aber trotzdem, ich habe nicht so schnell reagiert. Oh je, je, je. Aber dafür, die könnten mich auch sagen, ich habe das Land irgendwie gerettet. Ich hoffe mal. Ihre Arbeit sagt von durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Sie sind von der Arbeit nach Hause geeilt, um nach ihrer Familie zu sehen. Ihr Verhör ist für morgen früh angesetzt. Sie können allein nach Obristan flüchten. Kabin verbessern. Ja, Kabin verbessern. Wollte man nicht. So, Scharfschütze Bonus 20 Dollar. Bestechung 40 Dollar. Ja. Die Bestechung kann ich leider nicht ablehnen. Okay, 85 Dollar jetzt. Das ist okay. Flüchtzelt, Kabin verbessern. Nein, wir schlafen jetzt. Mal sehen, was kommt jetzt. Hallo, Inspektor. Oh, jetzt kommt die Verhör. Okay. Wir haben Ihre Jungsaktivität überprüft. Oh, oh, oh. Ihre Kollaboration mit einem Gruppennamen der Order des Stern von Ezik ist aufgeflogen. Oh, oh je. Mehrere Mitglieder dieser Gruppe können im Astoska festgesetzt werden. Okay. Mindestens ein Ezik-Mitglieder hat gestanden, von Ihnen unterstützt worden zu sein. Okay. Das ist Hochverrat. Oh, oh, oh. Leben Sie voll, Inspektor. Oh nein! Ihre Einrichtung wird für heute Abend eingesetzt. Oh je, oh je! Oh! Ob sich Ihre Familie in Sicherheit befindet, ist unbekannt. Ezik ist vernichtet. Es herrscht wieder Recht und Ordnung. Es lebt Astoska. Astoska. Okay! Dann ist das so, dass ich bin jetzt wieder am Ende. Na gut, aber jetzt, ich habe auch keine Ahnung. Ach, okay, wir dürfen gar nicht diese ganzen Leute so unterstützen. In diesem Fall von dem Spiel, ja, sie sind N1720. Ich habe schon 17N gespielt von 20, das ist nicht schlecht. Aber okay, dadurch, ich frage mich, wann haben wir angefangen mit dieser Kollaboration mit dieser Ezik? Normal, wir dürfen das nicht mitmachen. Sie sehen auch, wenn wir auch das auch nicht bekommen, dem Spiel, ja, okay, da musst du auch nicht mal versuchen, mit dieser Kollaboration zu starten, weil sonst, das ist leider das Ende. Okay, Hauptmenü, ja, dadurch, ich weiß es nicht, ob ich habe noch die Zeit weiter wieder alles zu überholen, weil jetzt, das kommt einige Zeit, dass ich muss auch wieder schauen, wie das geht, aber, okay, schreib ruhig in die Kommentare, wenn das ist Ihre Wunsch, dass ich mal wieder einen Neuanfang von dem Spiel, aber, das wird wieder dauern. Ne? Sie haben auch gesehen, wir sind gerade auf Teil 14 oder 15. 6 Stunden habe ich gespielt. Und ja, wie gesagt, für alles tiptop zu machen, es gibt viele Sachen zu achten. Okay, ich bin halt hier diese Let's Play. Schreib ruhig in die Kommentare, wenn es soll wieder eine neue Staffel kommen von dem Spiel. Da werde ich auch alles neu anfangen und ja. Werden wir versuchen, das alles zu bekommen. Aber wenn das gibt, auch keine neue Bedarf. Wenn keine meldet sich auch wieder zurück für dein Spiel, dann mache ich auch leider das Spiel am Ende. Es tut mir leid, Leute.
Schreib ruhig in die Comments. Wenn lal, du siehst auch wieder dieses Video, schreib dann war. Weil jetzt ich muss das ganze Spiel wieder neu anfangen. Es wird auch wieder dauern. Aber das wird die Staffel 2. Okay, bleibt sie dran. Ich wünsche euch alles gut. Und ciao, mach's gut.